Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu One Shot. Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben, haben mit dem Traum von Nico beendet. Ja, wir sind back. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was wir machen müssen. Was haben wir? Wir haben irgendwo hier Inventar gehabt, auf irgendwelchen Knöpfen. Ach Gott, das ist... Ah, auf S, okay. Metal Rod. Wir haben ja, stimmt, wir haben dieses Metallstange erhalten und mit der können wir jetzt wahrscheinlich Kiste in dem einen Gebäude aufmachen. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Part. Es tut mir leid, aber dafür haben wir, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, bereits die Pokémon Reaction gemacht und was war's? Night Delivery abgeschlossen. Hallo? Marvin, bist du da? Ja. Oh, gut. Hier ist ein Roboter an ein Boot angeschlossen. Aber es scheint keine Power zu haben. Und es ist überall verrostet. Aber ich denke, wir sollten es in der Lage sein, das zu reparieren. Trotz all dem müssen wir halt immer noch über den Ozean rüber, um zum Turm zu gelangen. Okay, das ist also unsere Möglichkeit, wie wir in die weiteren Gebiete kommen. Wir haben ja auch noch auch mal eine Karte bekommen. Oh, ich finde die Steuerung wirklich nicht gut. Weil man auch wirklich mit den Pfeiltasten steuern muss, aber okay. Wir haben uns ja im letzten Part hier sehr schön umgesehen, haben die ganze Phosphorebene hier, wie hieß es, die Barrens, wo wir im Moment sind, schön erkundet. Ah, okay, hier ist Prophet Bot. Ist das hier die Kiste? Ah, okay. Hier war irgendwas, was wir nicht powern konnten. Dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Batterie oder irgendwas. Ah, hier. Okay. Wie konnte ich das ausrüsten? Okay, das passt nicht zwischen die, also halt, um die Kiste aufzumachen. Das ist zu groß, das Rohr. Wir müssen es irgendwie platt drücken. Und da wissen wir ja auch, wo wir hin müssen. Da müssen wir wirklich hier in die Fabrik. Wo wir ja beim letzten Mal schon versucht haben, die scheiß Sonne zu zerquetschen. Ah. Du willst, dass ich hier das Rohr, crushe, Marvin? Oh, ich will aber nicht zu nahe kommen. Boah. Das war unangenehm. Jetzt haben wir eine Crowbar. Sehr gut. Jetzt können wir die Kiste öffnen. Ich mag die Puzzles im Spiel. Ich mag es sehr. Es ist, wenn wir mal ehrlich sind, es ist viel rumgelaufen. Viel immer wieder zurückgehen und so. Aber können wir dir jetzt was über den Traum fragen? Hallo nochmal. Hast du noch ein paar mehr Fragen, die du stellen willst? Okay. Oh ja, die Barrens. Okay, also es ist sehr leer hier. Deswegen wird es auch die Barrens genannt, also der Rand. Und leben hier Leute in dieser Gegend? Ich meine, neben den Robotern. Das weiß ich nicht. Ich wurde nicht gebaut, um herzuwandern. Okay, ich glaube, das haben wir schon mal, haben wir schon mal, gelesen. So. Übrigens, das werde ich euch wahrscheinlich auch bald irgendwie mal zeigen. Nico erschreckt sich leider jedes Mal, oder fragt uns jedes Mal, was passiert ist, wenn wir das Spiel schließen und wieder aufmachen, weil dann quasi alles dunkel wird. Werde ich euch vielleicht auch irgendwann mal zeigen. Ist halt immer ein bisschen unpassend, wenn ich einen Part beende und das Spiel öffne. Aber Nico bemerkt tatsächlich, okay. Wenn wir das Spiel schließen und speichern. Okay, das sollte funktionieren. Das ist ein kleiner Metallcube und ein zerbrochenes Glas drin. Sieht aus, als wäre es mal ein Maschinenteil gewesen.
Es steht Solarbatterie drauf. Kaputte Batterie. Können wir... Nee, können wir das kombinieren? Ah, es fühlt sich an, als ob wir allerdings auf dem richtigen Weg wären. Okay, wir haben eine kaputte Batterie. Okay, müssen wir die erstmal einsetzen und dann... Ich sag, die Sonne hat genug Power, um das Ding zu powern. Wahrscheinlich müssen wir die erstmal einsetzen, oder? Oder gegen hier eine Heile austauschen. Okay, die Batterie passt perfekt rein. Aber nichts passiert. Oh, ey, was sollen wir denn machen? Wir brauchen auf jeden Fall Glas. Können wir nicht kombinieren. Ich werde die Flasche nicht zerstören. Meine Fresse. Okay, wir müssen irgendwas finden. Kann ich hier mit dem interagieren? Ein Roboter ohne Power. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal noch ein bisschen auf der Seite des Gebietes um, obwohl ja irgendwann dieser giftige Nebel kam, aber wir müssten doch eigentlich auch wohin kommen ohne Nebel, oder? Wir haben ja doch, ja, wir haben ja jetzt safe noch nicht alles erkundet, allein hier unten. Was hier? Das ist cool, wenn wir auf den Schienen laufen, macht das einen extra Sound. Ah, das ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Da ich auch gar nicht weiß, was wir jetzt hier irgendwie machen müssen. Wir haben auf jeden Fall noch die Crowbar. Wir können damit noch was machen. Okay, ja, haben wir schon gelesen, glaube ich. Ey, meine Güte. Hier war dieser Safe mit dem Zahlencode, wo wir nichts machen konnten. Na. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht erstmal umsehen muss. Oh, ich will nichts nachschauen. Ich habe doch auch damals nichts nachgeschaut, als ich das Spiel gespielt habe. Das ist... Umherwandern. Aber wir waren auf jeden Fall auf den richtigen. Wir müssen die Batterie wahrscheinlich irgendwie reparieren. Wir gucken mal hier nochmal in der Fabrik. Was? Scheint okay zu sein. Hat allerdings keine Power. Können wir hier... Ich will die Batterie nicht zerstören, aber... ich schätze mal nicht, dass wir das nochmal benutzen müssen. Ja, sorry. Aber was... Wahrscheinlich irgendwas, um das Glas zu reparieren. Wir brauchen ein neues Glas oder so. Müssen wir jetzt was schmelzen? Oh, please, no. Oh, wo sind wir hier? Ach, ja, hinter dem Gebäude. Wo wir nicht lang können. Wir schauen uns wirklich nochmal alles an. Ansonsten wird das jetzt ziemlich, ziemlich kompliziert. Hier sind wir aufgewacht. Hier können wir also dementsprechend auch nichts machen.
Hier sind ein paar Anleger und hier oben müsste dann das Ding sein, wo wir das Rohr gefunden haben. Alter, ernsthaft? Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht weiter. Alter, was soll ich denn machen? Können wir nicht kombinieren. Können wir auch nicht kombinieren. Aber wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Das gibt's nicht. Müssen wir irgendwo erstmal was rausbrechen? Können wir von ihm was nehmen? Vielleicht ein paar Teile? Okay, wir schauen uns auf jeden Fall nochmal um. Wir müssen noch mit der Brechstange noch irgendwo was rausbrechen können. Immerhin, die schöne Musik, die bringt ein bisschen Abwechslung mit rein. Dam, dam. Wenn ich jetzt irgendwie Roboterteile von irgendeinem von den Robots bekomme, würde ich weinen. Geht nicht an. Wer hätte es gedacht? Hier sind noch ein paar Scherben auf dem Boden. Hier ist die Karte. Barons Glen Refuge. Ist auf der anderen Seite noch irgendwas? Vielleicht war hier auch noch eine Kiste. Leere Regale. Ah. Oh, warte. Warte, warte, warte. Okay, unsere Haare stehen hier ein bisschen ab. Ah, was ist das für ein Geier? Soll ich denn bitte schön machen? Hat ein bisschen kaputtes Glas dran. Wie kriegen wir das weg? Oh, Alter, keine Ahnung. Oh, wahrscheinlich ist das irgendwas übel Simples. Na gut, ich versuche mal eine Lösung zu finden, wie wir weiterkommen. Bis denn. Okay, bin wieder da. Ich bin hier mal wieder, eigentlich das übel Leichtes. Ich bin hier mal wieder durch die Ebenen gelaufen und habe nach dem Tresor gesucht, mit dem wir vielleicht, hätten aufbrechen können. Eigentlich habe ich hier oben rum noch einen Weg gefunden, den wir anscheinend noch gar nicht gegangen sind. Profi. Eindeutig Profi. Ja, und den Weg werden wir jetzt mal gehen. Weil hier ist... Irgendwo hier in dem Gebiet muss sich irgendwas befinden, womit wir weiterkommen. Ein Roboter. Ein Roboter. Er hat keine Power, genau wie der Rest. Das ist aber irgendwie besonders. Das sind überall... Das sind überall komische Pflanzen, die sehen aus wie Kleeblätter. Das muss ich echt überlegen, was Clovers sind. Da waren, okay, da war noch ein Weg nach oben. Schauen wir mal. Wie wir weitergehen. Oh, hier ist jemand. Die Glühbirne. Also, bist du der Messias? Wow, Nico wird sofort erkannt. Das ist es, was mir gesagt wurde. Ich hätte jemand Größeren erwartet. Oder jemand, der zumindest nicht wie eine Katze aussieht.
Das bist du doch, oder? Irgendeine Art von Katze. Ich bin eine Person. Du hast die Augen von der Katze. Aber Katzen laufen auf vier Beinen. Naja, ist ja auch egal. Das ist cool. Dass ein Kind wie du der Messias ist, fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber der Roboter hat gesagt, dass es da kein Fehler vorliegt. Ich weiß. Es würde es wahrscheinlich sehr kalt klingen, aber ich würde ehrlich sagen, dass du besser aufgeben solltest. Dass es besser wäre, diese Welt natürlich sterben zu lassen. Diese Welt ist schon vor einer langen Zeit zerfallen. Alles, was hier passiert ist, ist wirklich sehr undenkbar, dass die Sonne das alles fixen kann. Du hast bereits gesehen, wie schlimm alles werden kann, richtig? Ich habe noch nicht so viel von irgendwas gesehen, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich kann auch nicht einfach gehen. Also bist du einfach hier so gelandet? Dann musst du in Richtung des Turms gehen. Da muss ich die Glühbirne einsetzen. Die Sonne meine ich, oder? Ja, ganz auf der Spitze. Wir wissen, dass der Tower, dass der Turm eine Energie in sich hält, die niemand anders verarbeiten kann. Okay, und die Kraft da drin ist sehr mächtig. Vielleicht kann ich diese Kraft auch nach Hause schicken, sobald du deine Mission beendet hast. Oh! Ja, nehme ich aber nicht beim Wort. Okay, wer ist das? Das sieht aus wie ein Mensch. Bitte fass das nicht an. Oh, tut mir leid, ich war neugierig. Was ist das für ein Ding? Energiereservezelle. Sie hält mich funktional. Der Hauptgenerator der Barons ist schon von einer langen Zeit, hat schon von einer langen Zeit seine ganze Energie verloren. Es konnte nicht mal eine Woche ohne die Sonne überleben. Es tut mir leid, das zu hören. Alles, was wir tun können, ist das Beste aus dem Licht zu machen, das wir haben. Ja, das ist halt wirklich scheiße. Eine komplette Welt ohne natürliches Licht. Irgendwas schaut aus dem Regal raus. Es ist ein Schraubendreher. Du kannst ihn nehmen, wenn du willst. Er kann dir vielleicht helfen. Bist du dir sicher? Ja, ich habe viele. Danke. Ich find's cool, wie sie hier auch so rumläuft. Lieber Silver, ich habe über die Neuigkeiten der Mine gehört. Es tut mir leid. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich jetzt fühlen solltest. Es ist bereits 2 Wochen her. Okay. Ich weiß, dass es hart gewesen muss. Aber vielleicht ist es sogar besser, dass du zurückgekommen bist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Roboter zurückgerufen werden. Sag mir wenigstens Bescheid, dass du die Nachricht bekommen hast. Okay? Kip. Wer ist Kip? Was ist im Turm drin? Das weiß ich nicht. Niemand hat ihn jemals betreten. Auf jeden Fall sagt es die Geschichte. Wer hat ihn gebaut? Gebaut? Soweit ich sagen kann, ist es seit der Entstehung der Zeit dort. Ich kannte jemanden, der das Ganze studieren wollte, aber hätte mir niemals gesagt, wo er hingegangen ist. Ein Foto von 2 Leuten. Das Glas ist ein bisschen beschlagen, um die Details zu sehen. Okay, wahrscheinlich dieser Kip? Weiß ich nicht. Okay, ein Regal voller komischer Werkzeuge und Stücken von Metall. Na gut, wir sehen ja, dass sie auch ein Roboter ist. Zumindest eine Art Roboter, so eine Mischung aus Mensch und Robot. Ein Bett. Ist es aus Metall gemacht? Sieht nicht sehr comfortable aus.
Es ist ein metallener Schachtisch, der mit Staub bedeckt ist. Ich habe mit niemandem seit einer langen Zeit keinen Schach mehr gespielt. Oh? Nicht mal mit den anderen Robotern? Nein. Niemand anderen in den Barons hat diese Art von Programmierung. Niemand wurde darauf eingestellt. Zwei kleine Stühle. Können wir nicht mit ihr Schach spielen? Ich weiß nicht, ob Nico das kann, aber wäre doch mal was. Brauchst du noch weitere Hilfe? Nee, alles gut. Okay. Können wir mit dem Screwdriver irgendwas machen? Können wir nicht kombinieren? Oh, verflucht nochmal. Das ist scheiße. Ich will aber auch nicht unsere Glühbirne auseinanderschrauben. Nee. Geh mal da lang. Warte. Ich habe gesehen, dass du in die Richtung hier gegangen bist. Die Minen sind schon seit einer langen Zeit verlassen. Ich kann nicht garantieren, dass das sicher ist. Wenn du sie wirklich betreten musst, dann ist es meine Aufgabe, dich wenigstens hindurchzuführen. Oh, danke. Was finden wir hier? Oh. Kleines Gadget. Sieht aus wie eine Kamera. Zumindest das, was von einer Kamera übrig ist. Wahrscheinlich irgendein Stück von einem Roboter. Oh. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Alter, der Blick von Nico. Als ob hier ein Roboter verendet ist. Können wir die Kamera auseinanderschrauben? Und dann die Linse rausnehmen? Okay. Fertig. Oh, leere Batterie. Okay. Ich hätte niemals darüber nachgedacht, hier die Sonne direkt an der Batterie zu benutzen. Gut nachgedacht, Marvin. Oh, sieht schon aus, als wäre sie schon voll geladen. Das war schnell. Okay, jetzt haben wir eine volle Batterie. Können wir zurückgehen? Sei vorsichtig da drin. Ich kann ein entferntes Leuchten in der Ferne sehen. Stehe nicht zu nah am Abgrund. Oh, tut mir leid. Sieht aus, als wäre bereits der Eingang vom Tunnel schon zusammengebrochen. Ohne irgendein Vehikel können wir hier nicht weitermachen. Können wir nicht laufen? Ich kann. Für dich wäre es ein unnötiges Risiko. Das kann ich nicht erlauben. Was ist da hinten überhaupt? Es ist ein riesiges Gebiet voller unterirdischer Minen. Okay, es ist die Quelle der Metallen dieser Welt und Non-Phosphor Fuel. Wahrscheinlich ist es Lichtes? Das ist es, was diese Welt in das Industriezeitalter gebracht hat. Und jetzt ist alles für immer verloren? Das ist es schon seit einer Weile. Als die Sonne ausgegangen ist, wurden die Minen in einer absoluten Panik verlassen. Okay, selbst die ganzen Roboter wurden rausgebracht und neu eingestellt. Das macht Sinn. Obwohl wir diejenigen waren, die uns immer darüber gewehrt haben, zurückzugehen. Was? Ich hoffe, es ist okay. Das gelbe Licht ist weg. Ich muss es mir eingebildet haben. What the fuck? Bist du bereit zum Gehen? Hm. Okay, wir haben eine volle Batterie. Ich würde sagen, wir setzen sie noch ein und im nächsten Part machen wir dann weiter.
haben wir tatsächlich mal jemanden Netten getroffen. Ziemlich kalt, ziemlich wahrscheinlich auch traurig, aber so ist man wahrscheinlich, wenn seit Jahren die Welt hier verlassen ist und dann kommt ein Kind her und sagt, ich werde versuchen, alles zu retten, da bist du, glaube ich, nicht mit Hoffnung erfüllt. Aber immerhin, sie hat uns geholfen. So, jetzt müssen wir hier noch vorbei und dann sind wir gleich da. Hey, könnt ihr uns was über sie sagen? Na, okay, der Turm. Ich dachte, er könnte uns vielleicht was zu ihr sagen oder zu den Minen. Okay. Aufgeladene Batterie. Okay, hoffen wir, dass die aufgeladene Batterie irgendwie funktioniert. Scheint zu gehen. Wow. Au. Ich wurde geschockt. Irgendwas freigeschaltet. Schock. Tss. Ich will nicht nochmal geschockt werden, Marvin. Es ist sorry. Not. Okay. Ich muss hier immer Finger auf dem richtigen Tasten haben. Oh, die haben jetzt auch alle wieder Power. Das ist cool. Ich funktioniere. Hast du den Generator wieder angeschaltet? Ich schätze, das haben wir getan. Richtig, Marvin? Mhm. Ich funktioniere. Ich kann laufen. Oh, Alter, die freuen sich wieder. Oh. Das ist cool. Und der PC geht auch wieder. Na gut, würde ich sagen, war es das tatsächlich mit One-Shot. Haben wir heute ein bisschen Fortschritt gemacht. Und im nächsten Part schauen wir uns dann hier die Gegend an und auch das Schiff, womit wir dann wahrscheinlich weitermachen können. Und generell, wir haben jetzt überall wieder alles aufgepowert. Ja, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ciao.